Ich gebe ihm nochmal Aufputschmittel jetzt. Energiepust. Weil wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt vorbei an dem blöden Wald da. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village in der Early Access. Wir haben beim letzten Mal einen weiteren Stoff gebraut für den Onmu zum Benutzen, zum Verbrauchen. Und zwar das Schmerzmittel. Das ist eine Möglichkeit, den Onmu zu heilen bzw. den Verlust von Leben zu verlangsamen, wenn er gerade irgendwie Schaden bekommen sollte oder so. Und das können wir direkt injizieren in ihm über den Onbu-Injektor. Da. Und damit ist es dann möglich, dass wir ja ihm halt einfach bestimmte Faktoren zukommen lassen, die ihn dann heilen oder die ihn auch ein bisschen beschleunigen können, beziehungsweise seine Müdigkeit reduzieren. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Wandering Village reinziehen in der Early Access, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende auch nochmal. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt findet. Genau, wir sind jetzt hier schon wieder in so... Oh, es geht schon wieder los. Wir sind wieder in einem Giftbiom unterwegs. Unglaublich, meine lieben Freunde, unglaublich. Und da kommt eine große Giftwolke da hinten und ein großer Giftwald. Na, ich bin mal gespannt. Entweder wir gehen nach links, da hinten wäre ein Onbu-Bett. Wir sollten aber Onbu auf jeden Fall... Naja, obwohl, wir können ihn auch mal Aufputschmittel mal wieder geben eigentlich. Wie viele Aufputschmittel haben wir? Wir haben 11 Energiebooster. Die machen ja immer 19%, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber die erhöhen halt auch die Herzfrequenz. Verringert ein wenig seine Müdigkeit und lässt diese für kurze Zeit nicht weiter ansteigen. Kann man dem eigentlich auch eine Überdosis geben? Das wäre mal interessant zu wissen. Komm, wir geben ihm mal Energiebooster. Ich bin gespannt. So, da sind die Menschen. Ah, ne. Eine alte Maschine. Wir sollten versuchen, sie einzuschalten. 15 Steinplatten. Nice. Hat er jetzt das bekommen? Das Schmerzmittel? Quatsch, das Schmerzmittel, sage ich schon. Das Aufputschmittel. Energieboost, genau. Guck mal. So, da müssen wir jetzt warten, genau. Jetzt hat er einmal eine Injektion bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt steigt die Müdigkeit nicht. Jetzt ist sie bei 36 erstmal gecapped. Aber... Ah ja, ich wollte gerade sagen, was ist das hier eigentlich nochmal? Onbu Beruhigungsmittel. Ah, das Beruhigungsmittel, okay. Jetzt ist die Herzfrequenz natürlich am Steigen, ne? Hohe Herzfrequenz. Onbu ist gestresst und hat eine erhöhte Herzfrequenz. Das ist natürlich so eine Sache. Was ist, wenn wir ihm jetzt nochmal einen Energiebooster geben? Noch mehr reinknallen! Komm, überkipp ihm hier! Kann man die Herzfrequenz noch weiter steigern? Was ist, wenn er dann einen Herzinfarkt kriegt am Ende? Das ist so die große Frage. Guck mal, jetzt hat er schon 4,0... Beats per Minute. Aber das hatte jetzt keinen Effekt mehr gehabt irgendwie, oder? So richtig nicht. Also der letzte Shot, den ich gegeben habe, war jetzt irgendwie nicht so effektiv. Ich bin auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen. Du nimmst die Gruppe auf, die, nee, weiß ich nicht. Will ich die haben? Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Bah, aufschieben, bestätigen, schick sie weg. Ich weiß es nicht, wir haben so viele Leute schon. Tut mir leid, Leute, das ist zu viel. Ich brauche euch leider nicht. Tut mir leid. Ich kann leider keinen... Ich habe schon so wenig Platz jetzt auf meinem Onbu. Das ist echt krass. Es wird langsam echt heftig, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Leute unterbringen soll, die da kommen. Okay, ich glaube, die Wolke ist gerade vorbeigezogen. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, einfach... Einfach weiterlaufen lassen, den Onbu? Ich hoffe es. Ich glaube, die kam von da drüben. Die war vorher auf der anderen Seite. Dann müsste sie jetzt eigentlich vorbeigezogen sein. So, der Onbu hat 4 Beats per Minute immer noch. Soll ich ihm nochmal was geben? Bessere Häuser, die haben wir schon. Das sind schon die Besten. Die Besten der Besten der Besten. Wie gesagt, ich kann nichts weiter erforschen oder neu bauen. Ich habe alles schon erforscht und gebaut, was es gibt. Ich kann nur noch die Sachen benutzen, die ich jetzt schon habe. Komm, wir machen nochmal einen Energieboost. Ich bin gespannt. Jetzt ist nämlich die Herzfrequenz schon wieder gefallen. Und die Müdigkeit steigt auch jetzt.
Können wir nochmal Aufputschmittel geben. Der wird irgendwann einfach... Irgendwann wird der einfach abhängig, so. Der wird einfach irgendwann so ein Suchti. Guck mal, 29%. Ich glaube, ich muss wirklich warten, bis die Effekte abklingen, bevor der nächste Shot dann auch was bringt. Ich glaube, wenn ich direkt danach nochmal einen Shot setze, dann bringt das gar nichts. Weil der Effekt ja schon wirkt, wenn ihr versteht. Also das potenziert sich nicht. Also zu dem vorhandenen Effekt kommt dann nicht noch mehr Effekt dazu. Ich muss halt echt warten, bis es abgeklungen ist und dann wiedergeben. Den Stoff. Nach der Herzfrequenzsteigerung ihm Speed geben. Du meinst, dass er dann schneller rennt? Das wäre eine Idee, ja. Das könnte man mal machen. Wir gehen mal... Oh, Oase. Wir gehen mal hier... Oh, jetzt haben wir 1200 Wasser. Wisst ihr noch in der letzten Episode, wo wir diese Wasserprobleme hatten? Wasserprobleme sind Vergangenheit. Damit kommen wir auf jeden Fall gut durch eine Wüste durch, würde ich mal sagen jetzt. So, aber wir müssen uns ja noch entscheiden. Gehen wir nach Norden oder gehen wir nach Süden? Ich wäre ja ehrlich gesagt dafür, dass wir erstmal Richtung Süden weitergehen. Weil irgendwie sieht das da chillig aus. Und das Bett brauchen wir nicht unbedingt. Wir können ihm ja Aufputschmittel geben. Immer rein mit dir. Hier rein, da rein. Immer schön rein damit und da rein und hier rein. Und was? Ihr wollt so... Was? Ihr wollt mir jetzt hier wohl die Augen verdrehen oder was? Wieso alle da durch das Gift da wollen da? So, dann... Oh, da hinten, guck mal, da wäre auch ein großer Giftwald gewesen. Ich gebe ihm noch mal Aufputschmittel jetzt. Warte. Energiepust. Weil wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt vorbei an dem blöden Wald da. An dem blöden Sporenwald. Meine Dekontaminatoren sind ja... Ah, guck mal, wie viel Biogas wir haben. Nicht schlecht. Da wird Europa neidisch, wenn die so viel Biogas sehen. Ey, da müssen wir aufpassen. Okay. Pass mal auf. Jetzt geht's hier gleich rund. My dear friends. Jetzt müssen wir gleich richtig Gas geben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nein. Jetzt aufpassen hier, jetzt Kondensation. Hier, ich mach mal hier Raid. Raid sage ich schon. Erkundung meine ich. Okay, ich lass ihn mal rennen jetzt. Warte, Ombu, du musst laufen. Und wir geben ihm gleich noch einmal eine Portion Pust. Schön pusten. Yes. Energie. Immer rein damit. Und da ist Gift am Start. Aber es ist kein Problem. Wir haben den Energiebooster reingeknallt. Oh, da kommen die Wolken. Da kommen die Wolken. Giftige Wolken, meine lieben Freunde. Giftige Wolken. Wir sind mittendrin. Statt nur dabei. Bäh. Und das Zeug verbreitet sich. Aber die Dekontaminatoren, sie müssten eigentlich jetzt ausrücken. Ja, sie sind schon dabei. Okay. Es wird fleißig dekontaminiert. Da ist wieder die Alien-Musik im Hintergrund. Und wir haben den Bereich hinter uns, dann geh. Er ist schneller gerannt, oder? Ich hatte zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass er jetzt schneller gerannt ist, wo er das Aufputschmittel intus hat. Können wir ihm... Jetzt müssten wir ihm Beruhigungsmittel spritzen. Wow, was ist jetzt? Schwarze Gewässer. Diese Oase ist mit nichts zu vergleichen, was du je gesehen hast. Das Wasser ist schwarz und fast undurchsichtig. Trotzdem können es deine Kundschafter vor Durstkram erwarten, einen Schluck zu nehmen. Das ist bestimmt keine gute Idee. Irgendwas stimmt hier nicht. Holz, okay. Bei schwarzes Wasser zu trinken, das sieht mir eher aus wie Öl. Schon wieder eine Gruppe. Nee, das geht nicht. Ich kann euch nicht aufnehmen. Ihr seid einfach zu viele. So, wir schlafen gleich. Aufputschmittel hören ja gerade auf zu wirken. Dann kann er jetzt nicht mal ausschlafen hier. Kriegt er auch kein Gift. Wie viel Prozent? Oh, warte, wir müssen ihm entgiften tatsächlich. Gegengift. Und dann müssen wir ihm mal wieder was zu essen geben. Der hat schon 25% Hunger. Diese Aufputschmittel erhöhen den Hunger, glaube ich. Aber ist ja auch logisch. Oh, guck mal, wie schnell das geht mit dem Schlafen. Das ist ja heftig. Unsere Wassertanks sind voll. Weißt du was? Ich baue mal noch mehr Wassertanks. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das wichtig ist. Falls wir doch mal wieder in ein Wüstengebiet kommen sollten, ist das vielleicht sicher keine schlechte Idee. Und bestimmt kommen wir früher oder später wieder in Einsatz. Sind wir ja hier eigentlich im Gebirge? Mach mal hier Kundschaftung, genau. Dahin auch mal zu den Pilzwäldern ist auch mal ganz wichtig, dass wir da mal hingehen. So, Onbu füttern. Nice, so jetzt haben wir ja noch dieses letzte Rezept bei dem Labor, was wir noch nicht probiert haben.
Das Beruhigungsmittel, genau. Was brauchen wir da? Biogas. Okay, wir haben ja gerade sehr viel Biogas. Dann lass das einfach mal, jetzt wo wir auch durch diese große Giftgebiete durch sind, können wir ja mal ein bisschen Biogas jetzt benutzen, um das einfach mal zu machen. Ich sehe jetzt hier auch keine Giftpflanzen. Da sind wir gut durchgekommen, gerade durch den Giftbereich. Sieht eigentlich gut aus. Dann lass das mal produzieren einfach. Aber aufpassen, dass wir jetzt nicht das ganze Biogas natürlich verbrauchen an der Stelle. Oh ja, ein Sturm war ja da. Moment. warte, Ombu. Platz. Erstmal ganz, ganz hier flissentlich stehen bleiben. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das ist nämlich ein starkes Gewitter. So, da müssen wir aufpassen. Wenn das Ding hier ist, lassen wir ihn rennen. Auf jeden Fall. Und da vorne ist schon wieder die nächste Kreuzung. Können wir nochmal Kundschafter schicken? Ja, mach das mal. Immer schön in die Bergwerke reingehen, dass wir das Eisen nicht verpassen. Onbu kuscheln. Ja, das ist auch eine Idee. Das können wir eigentlich jetzt gleich mal direkt machen. Mal ein bisschen streicheln. Und dann müssen wir aufpassen. Weil der steht nämlich sonst auch gerne mal von alleine auf. Und meistens dann eher im falschen Moment. Wie sie auf seinem Kopf landen. Das sieht so lustig aus. Er läuft noch. Ich dachte, ich habe das Ende verpasst. Nein, 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 dem geht's gut. Ich weiß gar nicht, warum alle immer denken, es geht bergab. Oh, Vorsicht jetzt. Das ist ein bisschen zu früh jetzt. Platz mal kurz nochmal. Ah, wobei, es hätte vielleicht sogar fast geklappt. Jetzt müssen wir laufen. Onbu akzeptiert deinen Befehl, das ist schon mal gut. Los, Onbu, zieh. Vielleicht nochmal ein Aufputschmittel nochmal spritzen. Energiebooster, dass er vielleicht noch eine Idee schneller rennt. Jetzt können wir mal beobachten, ob er wirklich schneller rennt, wenn er das Zeug bekommt. Weil jetzt sehen wir es ja auf der Karte, wenn er dann in... Was war das? Wassertank wurde errichtet. Ich habe schon gedacht, was denn jetzt passiert. So, jetzt ist er im aktiven Bereich von dem Sturm. Und wir haben ihm ja ein Aufputschmittel gegeben. Jetzt müsste er eigentlich da die Statuseffekte gleich kriegen. Aber ist egal. Er schafft es trotzdem, wie es aussieht. Kundschafter sind zurückgekehrt. Ombu musste mal. Vielleicht hat er es auch ausgekotet, das Ganze. Bevor es wirken konnte. Man weiß es nicht. Aber er hat es eh geschafft. Alles gut. Das war ganz ausgezeichnet. Boah, kommen wir gerade gut durch, ey. Wir kommen fast zu gut durch. Muss ich jetzt mal sagen. Onbu geht. So, ich fütter den am besten. Ah, jetzt kommen die Statuseffekte. Komisch. Naja, das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, dass das erst jetzt kommt. Ich fütter ihn jetzt trotzdem nochmal. Denn wahrscheinlich wird er jetzt eh schneller Hunger kriegen. So, da sind wir durch den Sturmbärreich. Nice. Und da vorne kommt ganz viel Gift und da ist auch wieder ein Gewitter. Da ist noch so ein Wissensdings. So, dann ist jetzt die Frage. Da drüben sind nochmal diese lecker aussehenden Steine. Die sind natürlich für seine Verdauung nicht gut. Dann würde ich sagen, da sieht es mir sehr nach Gift aus. Ja, da vorne ist ein Giftwald. Okay. Dann lasst uns doch mal vielleicht... Ja, wo gehen wir lang, ist die Frage. Da ist ein Sturm und ein Giftwald. Ein großer. Ihr wollt ja wahrscheinlich wieder Chaos. Ich sag jetzt trotzdem einfach mal Süden. Mal gucken, ob ihr euch da wiederfindet in dieser Entscheidung oder ob ihr das nicht so gut findet. Und wir gehen nach Süden. Nice. Es hat funktioniert. Eine gute Entscheidung, glaube ich. Weil, wenn ich mir das da so angucke... Aber der Giftwald sieht irgendwie anders aus. Kommt mir das so vor oder sieht der anders aus als der da unten? Ich glaube, mir einzubilden, dass der ein bisschen anders aussieht tatsächlich. Also rein von der Grafik her sieht der ein bisschen anders aus. Na egal. Schicken wir mal die Kundschafter hier hin zu den Pilzwäldern. Die zwei Bergwerke müssen wir da noch mitnehmen auf jeden Fall. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt eigentlich? Zwei Einheiten. Wir haben schon wieder ganz schön viel Eisenbarren geschmolzen. Das ist gar nicht schlecht. Aber gut, was soll man damit auch anfangen, ja? Also, wir brauchen das ganze Zeug ja eigentlich gar nicht. Das ist halt so ein bisschen das Ding.
Das ist so ein bisschen die Sache. Einmal links, einmal rechts. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel... Jetzt haben wir 6 Beruhigungsmittel. 5 Energiebooster. Da wir die Energiebooster relativ häufig benutzen, sollten wir vielleicht mal wieder umstellen, wa? Auf Energiebooster. Guck mal, was brauchen wir da? Galle brauchen wir. Da müssen wir den Gallenextraktor mal wieder aktivieren. Haben wir den Blutextraktor? Ja, der ist aus. Gut. Lassen wir ihn mal wieder ein bisschen Galle zapfen. Und dann schauen wir mal. Er schläft ja eh gleich wieder. Da müssen wir nur aufpassen. Dass wir... Ja, dass wir eben nicht zu viel jetzt abzapfen, weil er sich ja jetzt gerade nicht heilt. Hätte man machen sollen, als er hier im Bett gelegen hat eigentlich. Aber egal. Es ist ja alles cool, solange er keinen Schaden kriegt. Also solange er nicht noch durch was anderes Schaden kriegt, ist ja alles gut. Er darf jetzt halt nicht auf dem heißen Sand oder so schlafen. Das wäre jetzt ungünstig. Wo ist eigentlich Onbus Nase? Er hat doch keine Nasenlöcher. Naja gut, bei so einem großen Tier, man weiß es nicht. Vielleicht hat er ja auch über seinem ganzen Körper verteilt Atemöffnungen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ja auch unten am Bauch Atemöffnungen. Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Kann ja sein, ne? Vielleicht atmet er auch durch den Mund die ganze Zeit. Man weiß es nicht. Er ist ein Nasenloser. Ja, genau. Der Onbu ist ein Nasenloser. 6 Eisenerz wurde zurückgebracht. Nice. Vielleicht mal hier noch hinschicken. Und da ist auch gleich wieder einer fertig. Wir müssen jetzt mal die Kundschafter hier mal ein bisschen koordinieren. Da sind Oasen, aber wir haben jetzt so viel Wasser eigentlich. Jetzt brauchen wir das Wasser wieder nicht, siehst du? Jetzt haben wir schon wieder so viel, dass wir das gar nicht mehr brauchen jetzt. Eine Entscheidung. Eine Gruppe. Nein, weg mit der Gruppe. Ich will die Gruppe nicht. Es tut mir leid, wir haben einfach zu wenig Platz gerade. Oh, da hinten wäre noch mal Forschung. Na, das kriegen wir nicht mehr, glaube ich, oder? Na, wobei, 2 Kundschafter wären gleich nochmal frei. Wenn wir da jetzt Glück haben. Oh, da hinten wäre eine große Giftwolke gewesen. Haben wir ein Schwein, dass wir nach Süden gehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind doch nach Süden gegangen, oder? Ja, sind wir. So, gleich mal hier Kundschafter losschicken und dann vielleicht den nächsten Kundschafter noch zum Bergwerk da oben. Genau, und dann müssen wir halt schauen, dass wir hier nochmal einen hinschicken oder so. Und hier vor den Steinen müssen wir ihn nochmal füttern auf jeden Fall, dass er da nicht Hunger kriegt. So, ich deaktiviere jetzt mal den Zapfer hier. Stopp, reicht jetzt erstmal, ist okay. Der zapft den hier nämlich noch kaputt. Man sollte den Onbu niemals kaputt zapfen, das wäre keine so gute Idee. Guck mal, jetzt haben wir 54 Galle, das reicht auch erstmal. Da können sie mal ein bisschen was machen wieder, ein bisschen was herstellen. Heilt er sich jetzt eigentlich? Ja, er heilt sich, glaube ich, erst, wenn er wieder schläft dann. Müdigkeit steigt auch ganz schön wieder. Ich überlege gerade, ob ich ihn vor den Steinen nochmal schlafen lasse. Das wäre jetzt natürlich schön, wenn da irgendwie mal ein Bett in Sichtweite wäre oder so. Dass man vielleicht ihn schon mal sagen kann, leg dich hin. Dann, also, was, ne, dass man ihn halt einfach laufen lassen kann und sagen, leg dich hin. Wäre natürlich nice. Immer diese Nasenlosen. Ja, die Nasenlosen. Ja, die haben ja auch ein Update gekriegt bei Oxygen Not Included, die Nasenlosen. Aber ich komme halt nicht dazu, diese ganzen Spiele alle zu spielen aktuell. Es soll auch, glaube ich, noch in Kürze ein Update für Planet Crafter wieder geben mit Lore. Mit Ruinen und so, die man erkunden kann. Oh Mann, ey, ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Es ist echt krass momentan, ey. Und ich hatte sogar, ich hatte die Männerlords-Demo tatsächlich vorab bekommen. Da hatte ich einen Key gekriegt und das habe ich komplett vergessen. Weil ich einfach, weil so viele andere Spiele kamen jetzt wieder, dass ich das einfach durchgerutscht. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe es sogar schon bei Steam eingetragen gehabt und habe es trotzdem vergessen, ey. Weil einfach so viel passiert gerade. Es ist so eine krasse Release-Welle jetzt vor Weihnachten. Und das ist ja jetzt schon die Vorweihnachtszeit. Die beginnt ja jetzt eigentlich, kannst du sagen. Das Weihnachtsgeschäft fängt jetzt ja quasi an. Auch wenn jetzt noch lange nicht Weihnachten ist, aber das fängt ja immer wesentlich früher an. Das ist halt schon echt... also es ist schon echt krass. Definitiv. So, jetzt lassen wir ihn nochmal pennen, würde ich sagen. Und dann wird er nochmal gefüttert, wenn er aufgestanden ist. Weil da hinten kommt nur ein Eissturm, aber da kommt kein Bett.
Also von daher würde ich ihn jetzt einfach schlafen lassen. Schlaf. Genau. Und dann können wir hier die ganzen Bergwerke, also beziehungsweise, ne, die Berge hier nochmal abgrasen. Machen wir mal hier einen Kundschafter hin. Gibt es hier noch zufällig? Ne, Dünen gibt es leider nicht, schade. Manchmal sind die ja noch so am Rand, aber leider nicht. Gut, dann schläft er jetzt, heilt sich wieder hoch und in der Zeit, ja, können wir ja mal gucken, wie es der Siedlung so geht. Wie sieht es eigentlich mit der Nahrung aus? Nahrung hält sich stabil. Wasser ist jetzt wirklich komplett voll. Da haben wir wieder eine Entscheidung. Ein eingestürztes Bergwerk. Lasst uns nach einem anderen Ausweg suchen. Vertrauen, wir im Vertrauen darauf, dass sie einen Ausweg finden. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich das hier mache. Ein Arbeiter ist gestorben, 24 Eisenerz bekommen. Okay, ja gut, dann haben wir einen verloren jetzt. Passiert. Haben wir mehr Platz, dann können wir ja die nächsten mal wieder aufnehmen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein gewisses Risiko, wenn man sich da für die gefährlichere Variante entscheidet. Dann, ich glaube, da gibt es dann auch verschiedene Ergebnisse. Wir hatten ja, glaube ich, da auch schon mal ein anderes Ergebnis, dass keiner gestorben ist und dass sie dann irgendwie noch mehr bekommen haben irgendwie. Also das hat immer so gewisse Wahrscheinlichkeiten, welches Ereignis dann eintritt. Ist bestimmt auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt haben wir 13 Aufputschmittel. Nice. So, und dann gucken wir mal weiter. Was hatten wir da noch? Da hatten wir noch das Schmerzmittel, genau. Und das war mit Onbu-Blut. So, da er ja gerade schläft, er regeneriert sich ja gerade, genau. Im Schlaf. Da können wir ja den Onbu-Blut-Zapfer dann, wenn er sich voll geheilt hat, nochmal aktivieren. Und nochmal ein bisschen Blut abzapfen. Und dann nochmal ein bisschen Heilmittel herstellen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil immer nicht so viel. Mach eine Liste und einen Plan, welche Spiele du spielen willst. Es ist weniger die Sache, dass ich keinen Plan habe. Also ja, es ist mehr die Sache, dass ich sowieso keine Zeit hätte, dann bestimmte Sachen zu zeigen. Weil ja, ich habe ja nur bestimmte Anzahl an Tagen, wo ich halt streamen kann. Aber manchmal mache ich dann, wenn es eng wird, schon Projekte dann abends, nachts, dass ich die dann aufnehme, wenn die Videos rendern, damit ich dann noch hinterherkomme. Und jetzt aktuell muss ich schon schauen, wie ich dann die Videoslots mache, weil ich muss es dann so machen, dass immer ein Tag übersprungen wird bei jedem Projekt. Und das ist halt dann schwierig, weil man auch nicht weiß, wie lange macht man bestimmte Projekte jetzt. Es kommt ja mal was raus, dann kommt wieder, dann merkt man, das ist vielleicht gar nicht so geil, dann muss man es wieder pausieren. Und dann merkt man, bei dem einen Projekt passiert wieder nichts. Es ist gar nicht so einfach mit Planung. Das ist wirklich echt schwierig. Das kann man eigentlich vergessen mit Planung, weil dann kommt wieder irgendwas anderes raus, womit man wieder nicht gerechnet hat. Dann will man das auch wieder anzocken und dann muss man wieder umdisponieren. Und dann ist der ganze Plan sowieso wieder hinfällig und dann hat man sich völlig umsonst die Zeit genommen und diesen Plan gemacht. Der dann nach einer Woche wieder völlig, ne, das ist, mit Planung kannst du vergessen eigentlich, das klappt nicht. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt wird wieder kein Schmerzmittel hergestellt, genau, ich wollte ja hier den links noch aktivieren, den Blutextraktor. Den können wir jetzt wieder anmachen. Nice. Kundschafter sind zurückgekehrt, sie haben 11 Steine mitgebracht. Nice, also so langsam füllen sich auch unsere Lager so heftig, dass wir eigentlich gar keinen Platz mehr haben für die ganzen Ressourcen. Was machen die eigentlich, wenn die keinen Platz mehr haben? Schmeißen die das dann einfach weg, was sie gefunden haben? Weil es scheint ja so, wa? Wo sollen sie sonst hinpacken? Wie viel ist denn hier schon was aufgestaut? Guck mal, oh, da ist schon voll viel aufgestaut in den Kundschaftern hier, heftig. Naja, müssen wir mal gucken. Ich meine, gut, Eisen wird nicht gestaut. Da haben wir noch genug Lagerkapazität für die Barren, dass sich das nicht staut. Genau, und Scorn war noch auch auf dem Zettel, aber das nur als Stream, wie gesagt. Das wird wahrscheinlich, je nachdem, wie aufwendig das wird, wenn ich da was zensieren muss für YouTube, ist halt so ein bisschen die Frage. Oh, warte mal, hier ist irgendwie ein Loch in der Dings. Weil es kann sein, dass ich für YouTube bestimmte Sachen in dem Spiel zensieren muss, damit ich das dann noch bringen kann. Und je nachdem, wie viel das ist, kann es auch sein, dass ich es auf YouTube dann gar nicht erst bringe, weil wenn der Aufwand so riesig und man sowieso nur noch einen Zensurbalken sieht oder ständig unscharf, dann macht es ja auch keinen Sinn, ne? Insofern, ja, muss ich mal gucken, wie Scorn ist. Also, es kann sein, dass das nur als Stream kommt. Weil Scorn ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich heftig, wenn ich so die Bilder gesehen habe und so. Da müssen wir ein bisschen gucken.
Da will ich mich ungern in irgendwelche Probleme hineinreiten damit. Straßen sind kaputt gegangen, als hier der Giftbefall war, wa? Da sind, ja hier, sind ein paar Straßen, aber das finde ich ein bisschen unlogisch, dass die Steinstraßen unterbrochen werden, wenn diese Giftbefallpflanzen da kommen. Das erscheint mir ein bisschen sinnlos. So, jetzt machen wir den Blutsammler wieder aus. Weil ich meine, deswegen sind es ja eigentlich Steinstraßen, dass die nicht so schnell überwuchern von irgendwelchem Zeug, ne? Würde man sagen normalerweise, aber so ist es anscheinend nicht. So, jetzt haben wir nochmal ordentlich Blut gezapft und wir haben nochmal... Naja, so viel haben wir jetzt nicht bekommen an Heilmittel, weil das, der Blutzapfer, der ist ein bisschen langsamer als der Gallezapfer. So, wir füttern ihn nochmal, den Onbu. Onbu füttern und dann... Genau, bei Going Medieval nicht genug neuer Inhalt, um einen Neustart zu rechtfertigen. Das ist aktuell ein bisschen das Problem, weil man muss bei Going Medieval immer neu starten, damit man die aktuellsten Inhalte spielen kann. Die Updates sind nicht kompatibel von Updates, also die Spielstände sind nicht kompatibel von Update zu Update. Und damit sich das lohnt, mache ich das natürlich nicht bei einem Update, sondern da lasse ich ein paar Updates vergehen, damit wir dann wirklich quasi ein komplett anderes Spiel, ein komplett anderes Gameplay vor uns haben, wenn dann die ganzen Updates durch sind, so, damit sich das halt auch lohnt. Also nicht, ich werde jetzt nicht für jedes Update da einen neuen Durchlauf bei Going Medieval machen, das sehe ich nicht so richtig, muss ich sagen. Aber auf dem Zettel habe ich das trotzdem. Das geht auch zeitlich gar nicht. Also, das will ich gar nicht hinkriegen. Wie gesagt, viel zu viele andere Projekte jetzt aktuell, die spannend sind. Baumschule brauchen wir nicht. Ich meine, guck dir das an, was hier wächst, ja? Brauchen keine Baumschule. Onbu wedelt mit dem Schwanz. So, gefüttert haben wir ihn. Da müsste er jetzt eigentlich an diesen komischen Steinen auch vorbeilaufen. Da vorne ist wieder eine Kreuzung. Das sieht also alles schon wieder ganz gut aus eigentlich. Muss ich sagen. Ja, da müssen wir mal gucken. Wo der Weg hinführt. Ich könnte jetzt natürlich schon eine Umfrage machen. Wo wir lang gehen. Das ist doch mal ganz cool, wenn wir alle nicht wissen, wo wir lang gehen. Komm, wir machen mal Norden. Und ihr könnt entscheiden, ob ja oder nein. Und dann ist ja egal. Das ist quasi eine Zufallsabstimmung. Weil keiner von uns wirklich weiß, wo der beste Weg ist, sozusagen, ja. Ja, das sieht man auch direkt an der Unentschlossenheit des Votes. Herrlich. Es ist quasi 50-50 Chance, dass das eine gute Entscheidung ist. Könnte auch eine schlechte Entscheidung sein. Man weiß es nicht. Und es ist durch. Es ist eine Nein-Entscheidung. Nein, nein, nein. Okay. Ja gut, dann schauen wir mal, ne, was bei rumkommt. Ich bin gespannt. Ob es besser gewesen... Okay, das ist schon mal gut. Was hatte ich jetzt gesagt? Ich hatte gesagt Norden, ne? Dann kommen wir schon mal nicht in den Sturm. In das starke Gewitter kommen wir schon mal nicht. Monument ist fertig. Was macht es nun? Das Monument ist nur dazu da, um schick auszusehen eigentlich. Huch, was mache ich denn jetzt hier? Nein! Ich Blödmann bin zurückgegangen. Warum denn? Ach, ich wollte oben drücken. Ach, Autosave. Warte mal, wo hat er denn... Oh Mann, ey. Was war denn das jetzt? Spiel mehr, verdammt mich. Ah, okay, gut. Ist alles gut. Der Boot ist schon durch, oder? Wir sind ja hier jetzt, ja. Oder? Ist der Boot jetzt schon durch? Anscheinend... Süden ist anscheinend... Du hast einen Weg ausgewählt. Ja, okay, gut. Dann Süden war es, genau. Und gleich Gift, Gewitter, Tornado. Ich wollte eigentlich hier so... Warte, ich wollte hier so zurück, genau. Das macht man mit dem Mausrad, nicht mit Escape. Mensch, Spielbär. Muss auch mal hier aufpassen hier. Geht da zurück zum Hauptmenü, ey. Nee, genau. Ich wollte eigentlich hier reingucken, genau. Und wollte das zeigen, das Monument. Das ist einfach... Das ist quasi das Ende des aktuellen Gameplays, sozusagen. Beziehungsweise das... markiert eigentlich den Punkt, ab dem du schon so einen Stand hast, wo du ja keine Probleme mehr haben solltest eigentlich, so ein bisschen. Und wo du eigentlich das Spiel durchgespielt hast. Zumindest im jetzigen Zustand ist es so ein bisschen eine Markierung für das Ende des Progress, des aktuell verfügbaren Progress. So eine Endbelohnung halt quasi, ja. Aber es macht nicht wirklich was. Also es hat keinen wirklichen Nutzen. Zumindest keinen
Pam, pam. Ja, es macht halt so eine Fanfare. Denkt mal an euer Überleben aller Widrigkeiten zum Trotz, genau. Ist halt eigentlich nur so ein... Das kann man auch wegmachen eigentlich. Das nimmt eigentlich nur mega viel Platz weg. Und so viel bringt das eigentlich... Also bringt halt gar nichts, außer dass es Platz wegnimmt. Basisrakete ist am Landen. Naja, heute gibt es ja auch noch einen SpaceX-Start parallel. Weil wir jetzt gerade noch die Onbu-Episode machen, hier die Wandering Village-Episode, können wir da jetzt gerade nicht wirklich reinschauen. So ist das. Onbu wedelt mit dem Schwanz. Sehr schön. Diese Steine sehen aus wie Onbus Lieblingspilze, aber Onbu geht vorbei, oder? Ja, ist ja vorbeigegangen. Genau, ja, hat er gemacht. Da sind wir ja schon vorbei. Ah, da kommt wieder ein Kälteeinbruch und hier drüben auch nochmal ein Kälteeinbruch. Aber wir gehen ja nach Süden, genau. Da müssen wir nur am Kälteeinbruch dann vorbeirennen. Dann wäre es doch vielleicht schlau, Onbu dann schon mal ein Aufputschmittel zu verpassen. Um dann direkt ihn ein bisschen zu boosten. Guck mal, jetzt haben wir alles zur Verfügung. Nice. Wir haben jetzt alle Stoffe am Start. Wir haben die Aufputschmittel, wir haben die Schmerzmittel und wir haben die Beruhigungsmittel. Nice. Eine ganze Apotheke haben wir jetzt zur Verfügung, meine lieben Freunde. So wie das hier aussieht in dem Injektor, sieht es aus, als wenn die Beruhigungsmittel geladen wären. Weil das ja blau ist. Aber vielleicht hat das auch nichts zu sagen. Warte mal, wo stehen wir denn gerade? Wir stehen gerade kurz vorm Ding. Ja, das dauert noch einen Moment. Ah, da können wir wieder erkunden da hinten. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir eben nochmal ein Aufputschmittel reinknallen. Ich frage mich halt, ob das vielleicht irgendwann, also jetzt aktuell scheint das noch nicht so zu sein, aber ob das vielleicht irgendwann mal so Langfristeffekte nach sich zieht, wenn du ihm zu oft immer wieder Aufputschmittel gibst, dass er dann vielleicht einfach chronisch gestresst ist. Ne, dass er dann einfach irgendwie aggressiver wird vielleicht auch. Und vielleicht auch wieder weniger auf die Befehle hört und sich sagt, ich mache lieber mein eigenes Ding. Das wäre natürlich so ein schöner Effekt, also psychologische Effekte hätte auf den Onbu, dass wenn er zu viele Stoffe konsumiert. Ist doch realistisch, dass die Straßen kaputt gehen. In echt gehen die Straßen durch Pflanzenwurzeln auch kaputt. Ja, aber doch nicht so schnell. Das dauert Jahre, bis so eine Straße richtig dann kaputt ist dadurch und nicht mehr existiert. Und nicht so in 5 Minuten, so. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen zu krass, finde ich. Gerade weil auch die Steinstraße ja eigentlich überhaupt nicht solider ist als der normale Trampelpfad. Das finde ich halt unlogisch. Wenn der Trampelpfad sofort kaputt geht, okay. Das kann ich nachvollziehen. Aber warum die Pflasterstraße? Die hat irgendwie gefühlt, bis auf die Geschwindigkeit, keinen wirklichen Vorteil gegenüber der dem Trampelpfad. So. Und das ist halt unlogisch. Ich finde, die sollte länger durchhalten gegen diesen Befall. Ist meine Meinung. Aber okay, vielleicht wird das auch nochmal geändert. Man weiß es nicht. So, ich würde sagen, Aufputschmittel reinknallen. Einmal Aufputschmittel rein. Und dann geben wir Gas, meine lieben Freunde. Wir geben Gas. Lassen wir mal kurz den Effekt wirken. Komm schon, gib mir den Effekt. Ich brauche den Effekt. Das dauert immer irgendwie ein bisschen, bis der dann mal richtig wirkt. Aber wir sind ja auch noch in der langsamen Geschwindigkeit. Jetzt haben sie... Jetzt wirkt er. Okay. Lauf. Denn dann können wir nämlich durch den kalten Bereich möglichst schnell durchrennen. Und wir gehen ja eh Richtung Süden. Hoffentlich ist das auch noch so drin, wie wir das abgestimmt haben. Und dann passt das. So, schicken wir mir Kundschafter. Da ist nochmal Forschung. Keine Kundschafter verfügbar. Das ist schlecht. Aber hier unten ist freie Bahn. Guckt mal, da ist nichts. Also nichts Gefährliches erstmal. Das ist schon mal gut. Das sieht schon mal eins aus. Sieht zeichnend aus. Und Rauch hat mit Prime abonniert. Nice, 16 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Onbu on Trucks. Ach, herrlich, ja. Das ist hier... Ah, der ist jetzt hier schon bei 4,8 BPM. Das ist natürlich 5 BPM. Ob der auch einen Herzanfall kriegen kann? Wenn er zu krass geputscht wird, aufgeputscht wird? Das ist halt die große Frage, ne? Das ist nicht so einfach, das rauszukriegen. So an sich. Warte mal, sagen wir mal G. Jetzt ist er ja vorbei, oder? Ja, jetzt ist er vorbei. Gut, vielleicht nochmal streicheln direkt. Das beruhigt ja auch ein bisschen. 5,3 BPM, Beats per Minute. War BPM, das war doch auch eine... hier bei Musik ist das doch auch in... In der Größe, glaube ich, Beats per Minute. Bei Techno. Der Bär setzt
seinen Dino unter Drogen. Ja, naja, nur soweit das halt vertretbar ist. Nur soweit es ihm nicht schädigt halt. Aber ich meine, ich habe die Grenze noch nicht wirklich ausgereizt so richtig, wo es ihm dann wirklich auch schädigt. Ist halt die Frage, ob der dann auch wirklich negative Statuseffekte davon bekommen kann irgendwann. Dann auf der anderen Seite hätten wir ja auch noch Beruhigungsmittel. Da kann man sich das Rennen sparen. Das Feld verpasst ja einen Effekt, der es über die Zeit erhalten bleibt. Okay. Macht man bei Ark doch auch. Ja, stimmt, bei Ark hat man das auch immer gerne gemacht. Seine Viecher betäuben und mit Beruhigungsmitteln vollpumpen und so. Ja, ja, ja. Man kennt das. Guck mal, da ist ganz viel Schissenwaft, Wissenschaft. Nice. Und da vorne ist wieder ein kaltes Gebiet, ey. Oh Mann. Das wirkt sich natürlich schon etwas negativ aus auf unsere Nahrungsproduktion. Da müssen wir aufpassen. Sonst ist Ende mit Essen. Die Rakete ist erfolgreich und sicher gelandet. Ja, sehr schön. Das freut mich. Aber ist ja auch, ja, man muss immer aufpassen mit so Aussagen wie, das ist ja mittlerweile Routine. Aber bei SpaceX kann man ja eigentlich nicht anders sagen. Es ist ja wirklich mittlerweile eigentlich Routine geworden. Das merkt man auch schon irgendwie daran, dass die Starts jetzt auch schon gar nicht mehr so heiß diskutiert werden irgendwie, finde ich zumindest. Also man hat ja das Gefühl, die starten ja regelmäßig irgendwie jetzt schon da Crews für die ISS. Insofern, ja, muss man mal aufpassen. Man hat jetzt bei Blue Origin ja gesehen, dass die halt auch mal solche Kapseln, gut, das ist jetzt keine, das ist nicht die gleiche Technik, aber hat man halt gesehen, dass so ein Booster halt eben auch mal versagen kann und dann eben diese Notfallsysteme greifen müssen. Umso besser ist es halt, dass die Notfallsysteme offensichtlich zumindest bei Blue Origin gut funktionieren. Und ja, auch wenn die G-Kräfte da sehr hoch gewesen wären bei diesem Notfallabsprengung, da war ja niemand drin zum Glück. Aber trotzdem wären die Leute wahrscheinlich, vielleicht mit Verletzungen, aber sie wären zumindest sicher von dem Booster weggekommen. Also deswegen, also muss immer aufpassen mit regelmäßig und Routine und ne, kann immer natürlich auch mal was schief gehen. Weltraum ist nicht leicht, aber ich bin trotzdem immer wieder beeindruckt, wie routiniert das mittlerweile schon läuft. Ja, also das hätte ja vor 10 Jahren keiner für möglich gehalten, dass irgendwie alle paar Monate da regelmäßig mit solchen Kapseln, die auch noch, wo der Booster auch noch automatisch landet, Leute zur ISS fliegen, ja. Das ist ja unglaublich. Hätte ja keiner für möglich gehalten. Erkunder ist frei, ja genau. Ich muss auch hier mal meine Missionen hier mal starten, siehst du? Und hier ist auch wieder ein Gewitter, da müssen wir dann wieder aufpassen gleich. Ich muss jetzt hier mal bei der Sache bleiben, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Wandering Village. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Wandering Village, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.